Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Ich befinde mich hier gerade vor dem Bolschoi-Theater in Moskau. Werf mir mal einen Blick drauf. Hier ist es. Und heute gebe ich euch drei Tipps, wie ihr killer Texte schreibt, mit denen ihr eure Leser in treue Kunden verwandelt, die zufrieden sind, immer wieder gerne bei euch kaufen und euch dementsprechenden Umsatz bescheren. Und der erste Tipp, den ich für euch habe, ist, es braucht einen Paradigmenwechsel. Ihr müsst weg vom Verkäuferdenken hin zum Freundschaftsdenken. Eure Leser suchen oder erwarten sich, wünschen sich im Idealfall einen Freund, der für sie da ist, der ihnen wirklich einen herzlichen Tipp geben kann, eine gute Lösung präsentieren kann für ihr Problem. Sie wollen keinen Verkäufer, der ihnen irgendein Produkt aufzwingen möchte, von dem sie das Gefühl haben, dass er einfach nur das schnelle Geld machen möchte. Und wenn ihr das versteht, wenn ihr das verinnerlicht, dann werdet ihr automatisch so viel richtig machen und so viel Dinge natürlicherweise so formulieren, so aussprechen und euch so präsentieren, dass der Kunde sofort Vertrauen zu euch fasst. Wie sieht das praktisch aus? Ein ganz wichtiger Punkt ist, ihr solltet unbedingt schauen, dass ihr den Nutzen und die Lösung, die ihr in eurem Text für den Kunden, für den Leser bereithält, ganz klar schon am Anfang kommuniziert. Das heißt, wir haben schon über den Titel und über die Überschrift und den ersten Absatz gesprochen. Und das ist der Ort, wo ihr euren Lesern schon klar machen solltet, was sie für einen Nutzen aus eurem Text ziehen können. Und wenn sie das verstehen, dann werden sie den Text auch lesen. Von den Suchergebnissen beispielsweise von Google auf euren Text klicken und den Text dann auch lesen. Das heißt, ihr müsst von Anfang an den Nutzen kommunizieren. Hierfür ein kurzes Beispiel. Überschriften mit Auflistungen, sogenannte Listposts, machen sich immer extrem gut. Drei Tipps gegen Haarausfall. Ja? Oder die fünf besten Anlegetipps 2015. Solche Sachen lesen die Leute gern, weil sie das Gefühl haben, das ist übersichtlich, das ist geordnet und sie sehen sofort, was der Nutzen ist. Generell ist es so, dass ihr euch gar nicht so viel mit dem Problem aufhalten sollt, obwohl es natürlich angesprochen werden muss, soweit es notwendig ist, sondern euch vor allem darauf konzentriert, was ist die Lösung. Hier gebe ich immer gerne das Beispiel, ein Kunde kauft keinen Bohrer im Endeffekt, sondern er kauft ein Loch. Wenn er sich einen Bohrer kauft, möchte er eigentlich ein Loch haben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann wissen wir, was er wirklich braucht und können ihm dementsprechend den Bohrer auch sozusagen schmackhaft machen. Wir sagen, hey, schau, der bohrt die schönsten feinen Löcher. Und wir erzählen nicht, wie groß oder wie stark der Bohrer ist. Das interessiert den Kunden nicht. Er möchte ein Loch haben. So einfach ist das. Ja, so viel zur Präsentation von Nutzen und Lösung. Das sollte immer ganz klar im Vordergrund stehen. Dann der zweite Punkt ist, ihr solltet euch als Experten zeigen. Und das tut ihr am besten, indem ihr dem Kunden klar macht, dass ihr schon mal in seiner Situation wart, also das gleiche Problem wie er hattet und dafür eine Lösung gefunden habt. Dadurch schafft ihr Sympathie. Der Kunde merkt, wow, das ist auch nur ein Mensch, dem ist das gleiche passiert wie mir. Er fühlt sich verstanden, das ist der zweite wichtige Punkt. Und gleichzeitig zeigt ihr, dass ihr Erfahrung habt. Ihr habt das Problem gehabt, aber ihr habt es auch gelöst. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr euch hier nicht großartig als Experte selbst abstempeln müsst, indem ihr sagt, ich bin ein Experte. Nein, ihr erzählt einfach eure Geschichte, eure Erfahrung und ganz nebenbei merkt der Kunde, dass ihr Experte seid. Das ist das Schöne an dieser Sache. Das heißt, ihr müsst nicht groß reden, ihr kommt sympathisch rüber und etabliert euch trotzdem vertrauensvoll. So, wollen wir die drei Tipps nochmal kurz zusammenfassen. Das Wichtigste ist, seid ein Freund für eure Leser und kein Verkäufer. Er wird das merken und wird euch unendlich dankbar dafür sein. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt oder auch das Mindset entwickelt, dass ihr das Wohl eures Lesers im Herzen habt, ja, dann werdet ihr das natürlicherweise auch kommunizieren und das ist ganz wichtig. Denn da kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn ihr dem Leser klar kommuniziert, was der Nutzen ist, wenn er euren Text liest und dieses Versprechen auch hält und ihm tatsächlich eine Lösung bietet in euren Texten, dann wird er extrem viel Vertrauen zu euch fassen und bereit sein, sich auch später monetär erkenntlich zu zeigen, indem er eure Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder ein Produkt von euch kauft. Und der dritte wichtige Punkt ist, zeigt Sympathie. Zeigt dem Leser, dass ihr das Gleiche in der gleichen Situation wie er wart. Dadurch fühlt er sich von euch verstanden. Es zeigt aber auch, dass ihr Erfahrung habt mit der Situation, in der sich er gerade befindet.
und das wiederum schafft Vertrauen. Und auf diese Weise seid ihr auf einem super Weg, einen super guten Text zu schreiben, der eure Leser wirklich fesselt und in zufriedene Kunden verwandelt. Im nächsten Video werden wir, oder in einem der nächsten Videos, werden wir uns auch mit der direkten und indirekten Präsentation beschäftigen. Also die indirekte Präsentation ist ein extrem starkes Tool, wie ihr euch präsentieren könnt, auf ganz bescheidene Art und Weise und euch trotzdem extrem als oder ganz klar als Experten präsentiert. Das wird nochmal eine ganz interessante Sache, aber das im nächsten Video. Also ciao und bis zum nächsten Mal.